Hallo und willkommen zurück bei Elden Ring. Wir starten heute etwas später, weil wir hatten gerade spontan Besuch und die sind erst vor einer Viertel, halben Stunde gegangen. Muss ja alles vorbereiten und ja, jetzt sind wir wieder hier und machen weiter. Aufgehört hatten wir in dieser Ameisenhöhle und jetzt werden die erstmal weiter erkunden und mal schauen, was wir danach noch so anstellen. Eigentlich wollten wir auch letztens die große Rune aktivieren, aber wir haben gemerkt, dass uns ein Item fehlt anscheinend, um diese Treppe runterlassen zu können. Und dann haben wir halt ja diese schöne Höhle hier gefunden mit den Ameisen. Jetzt werden wir mal gucken, wie weit wir hier drin kommen. Sind wir da bei den Ameisen rein? Diesmal will ich mal schauen, wo es hier lang geht. Wenn es überhaupt hier irgendwo lang geht. Sieht sehr nach Sackgasse aus. Magiefett, Magiefett. Nee, hier geht's nicht weit. Okay, wir müssen bei den Ameisen rein. Oh, da ist auch eine Ameise. Ah, die scheinen es aber nichts Böses zu wollen, vorerst. Haben auch leider nichts, um die runter zu jagen. Also mit dem Zaubern kommen wir da nicht ran. Auf jeden Fall mal nicht. Die sind auch leer. Die Magienadeln. Wir hätten vielleicht doch die Steine gleich. Ja, die Steine zum Fullen. Zum Fullen langt's. Ah, kommt von alleine runter, die Tüte. Sehr schön. Nichtsdestotrotz, die Steine zum Pullen sind sehr gut, glaube ich. Hier können wir auch gezielt dann die anwerfen, die wir haben wollen. Scheint sind es auch verschiedene Typen von Ameisen, denn die eine hat ja nicht so krass blaue oder weiße Linien, die geht nicht so aus den Nähten. Irgendwie sind die auch ein bisschen haariger. Nicht so fetten. Mal die erledigt. Jetzt brauchen wir erstmal kein Stein mehr. So, gleich eine von rechts. Ah, wahrscheinlich mache ich mal die Laterne an, damit wir ein bisschen mehr sehen. Oh, das ist aber sehr viel Schaden gewesen durch diese Säure. Ah, da sind wir nämlich letztens lang gegangen. Mal schauen, wo es hier lang geht. Da sind wir auch hier lang. Ich weiß es gerade nicht. Ah, nee, hier waren wir auf jeden Fall noch gar nicht.
Ah, da sind wir nämlich vor uns gestorben, da liegen unsere Seelen. So, schon mal etwas. Wissen wir schon mal, wo sie sind? Ah, und hier ist der Lift, den wir nämlich gerufen hatten. Jetzt können wir einfach schnell runtergehen, unsere Seelen snatchen und dann weiter gucken. Ah, hier haben wir auch eine Gnade, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, ich kann sie schon mal aktivieren. Muss ja nicht ransetzen. So. Dann geht's nach unten. Und hier gab es ja vor uns 1 Million von diesen Typis da. Das sind sie. So. Ich werde einfach mal durchrennen. Mit Hoffnung, dass es vielleicht. Ja. So. War gar nicht so schlecht aus. Also ziemlich viele. Ich habe keinen Bock auf so viel zu bekämpfen. Mal jedenfalls. Da jetzt nicht lange. Wow, boah, was ist das? Richtig hässlich. Ja, ich will leider nichts dran ändern. So. Jetzt gehen wir mal weiter Richtung hässliches Vieh.
hier noch recht hoch. Ja, vielleicht. Vielleicht. Aber nicht so hoch. Auf jeden Fall mal ein bisschen. Noch ein paar Ameisen. Hässlich. Oh, egal. Und Talisman der Immunität. Kristallwurfpfeiler, sehr gut. Eine nicht schlecht dann für sich. Mal einmal einen Schluck nehmen. Ein Gaststein. Oh, euch gibt's ja auch, euch Basilisken. Ich raste aus. Ihr seid so widerlich. Ein Spiel ohne euch. Geht es mal. Ah. Vor allem, ich glaube, das ist Curse. Dieses Symbol. Ist gut zu wissen, wie es aussieht. Hier sowas. Ja. Ionischer Schmetterling. Boah. So alt. Da hinten sieht sowas ziemlich cool aus. Da unten sieht es weniger cool aus. Ja, hier schon eine richtig fette Höhle, wie es aussieht, ja. Ich meine, wir sind da rein und sind schon irgendwie wieder hier. Und wenn ich es richtig einschätze, kommen wir wahrscheinlich da unten wieder raus. Puh. Einiges vor uns. Pfeife. 6 Estus hier, das ist gut, das ist gut. Vor uns im Aussehen ein paar Verballer. So. Das Abstecher hat sich auf jeden Fall mal gelohnt. Ich hoffe, was ekliges Großes aber. Ja. Sieht so unheimlich groß aus hier. Mhm. Ach, krass. Hallo, große Person. Wenn mich ein bisschen an Bloodborne an die Messenger.
Das ist ein Boss. Ich glaube, das ist der Boss. Drachenblutsoldat von Noxtella. Okay. Ganz schnell. Oh, Schwein gehabt. Drachenblutsoldat von Noxtella Trophäe. Sehr gut. Aber Quali musste man wieder dran glauben, aber dafür ist Quali da. Zum Tanken. Und das ist der beste Tank ever. Also wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich den noch stärker machen. Weil die ist echt Gold wert. Also wer Quali nicht benutzt, dann unterschätzt ihr sie wirklich. Habt ja gesehen, wie viel Hits sie ausgehalten hat von dem Boss, also ohne Heilung, also mich hätten diese Hits gekillt. Definitiv. Eine Fancy Tour. Große Geistertalie. Nice. Ah, krass. Also wenn es hier runtergehen würde, ich meine, unten sieht man ja eine Gnade zum Bonfire. Aber einen direkten Weg sehe ich jetzt hier nicht. Das heißt, irgendwie anders müssen wir da hinkommen. Ich werde hier sicher nicht runterspringen. Und wir haben 20.000 Seelen wieder. Das ist auch nicht schlecht. Ich werde wahrscheinlich jetzt eine Level mitmachen. Auch wenn jetzt die Ameisen wieder nachspawnen. Aber ich brauche auf jeden Fall mal den Estus wieder. Immer schön auf Stärke. So. Ich denke mal, sobald ich vielleicht auf 40 stark bin, mache ich wieder ein bisschen mehr auf Leben. Weil ich brauch's ja schon, aber solange ich die Qualle hab, geht's eigentlich noch. Aber dann ja immer schnell ändern.
Hexe, ey. Aus dem Nichts kam sie. Eine Meise. Wollen hier alles? Ich soll es kaputt machen, so wieder nicht. So. Jetzt können wir hier raufspringen. Ah, noch eine Gnade, sehr gut. Bin ich gerade in der Nähe von dem komischen anderen Vieh? Habt ihr hinkommen? Ah ja, Kratz. Wahrscheinlich. Stein 3, 3 Stück. Sehr gut. So, jetzt kannst du nichts mehr. Oh, ein Händler, sehr gut. Karte Einsel. Okay, wie groß ist ein Einsel? Ah, gar nicht mal so groß. Aber wir wissen nicht, wo es dann noch da weitergeht. Ah, genau, hier ist der. Da bin ich gerade gewesen. Ich bin aus einem Drachenblutsoldat. Das heißt, vielleicht kommen wir von da irgendwo lang und kann den anderen Weg gehen und kommt dann unten da lang vielleicht. Wer weiß. Oder irgendwo hier den Weg. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Is someone there? A customer? Well, how long has it been? Ein Siedlerhändler, was hast du mit Himmelstaubmann? Handbuch 16, was haben wir denn? Frosttaune Bulli. Na, Bulli brauchen wir nicht mehr. Parfümeur. Ätzender Sprühnebel. Ja, richtig böse. Noch eine verlorene Kriegsasche. Wollte ich nur gebrauchen, vielleicht. Sachen zu duplizieren. Ich nehme das mit. Okay. Wir haben vielleicht noch was verkaufen, was ich brauche. Ah, guck mal, wir haben dreimal gewartet. Nicht viel wert. Aber ist jetzt nichts. Immer doppelt. Den haben wir jetzt auch doppelt. Mal weg. Jetzt gucken wir noch mal hier das da. Cool. Wektherstellung, was haben wir denn jetzt hier? Genau. Wildtopf, Kräutopf, Schlaftopf, Stinktopf, Weihwassertopf, Magnetopf. Schlaffett mit Kordel. Seifebaum und Glühstein. Ah, jetzt ist der Sprühnebel. Den Altusblüten. Rauchte P verströmt Giftnebel aus dem Mund. Ja. Naja, vielleicht brauchen wir es noch mal, vielleicht auch nicht. Aber besser haben als nicht haben.
fies. Nichts dagegen hab. Hallo. Hier kann ich echt nicht viel machen, ich komme ja nicht ganz viel ran. Das kann auch bis hier reinschießen. Passt auf. Nehme ich. Ah, ich kann auch nicht auf die Karte gucken gerade. Okay, ja, vielleicht ist dieser Seitenarm, den ich auf der Karte gesehen habe. Ah, auf jeden Fall ist hier oben. Friedstein. Eins mal treu. Ah, komme ich so schnell zu dem Vieh hin, das ist ja nicht sehr gut. Kein Entkommen, ey. Ich komm zu dir, wenn du nicht willst. Schauen, was wir machen können. Das macht uns an Schaden. Ich glaube nicht, dass ich dran komme. So, vielleicht. Ich will nicht riskieren. Dass wir den Dolchen, dann versuche ich die Magie und dann.
gereicht. Ja, ja, sauber. So, ein Schild raus. Können wir von einem Topf angegriffen werden? So sieht es jedenfalls fast aus. Ich weiß nicht, hier sieht irgendwie komisch aus. Wenn sich irgendwas geht, ne? Aber. Auch nicht. Gab's halt das Vieh, aber das war's auch. Da oben sieht jetzt alles aus, wenn es da oben weitergeht. Schau. Karte, okay, wir sind da. Genau. Aha, das war der Wasserweg, den wir gerade gegangen sind. Vielleicht kommen wir irgendwie von dort nach da. Den Seitenarm und können dann da lang. Mal schauen. Aber dass da nichts ist da drin, das wundert mich schon ein bisschen. Da hoch, auch nicht. Na gut. Das geschafft. Ich hoffe, das Vieh spawnt nicht nach. Obwohl es halt 4000 Seelen gegeben hat. Das war nicht schlecht, jetzt sag ich mal, aber den Aufwand. Vor allem, weil ich nicht weiß, ob ich mit dem Schwert rankomme. Aber das erinnert mich daran, dass ich mal wieder ein paar Kukris kaufen sollte, weil die sind ja eigentlich auch nicht schlecht. Die haben Healing Damage und sind recht stark. Skalieren, glaube ich, A mit Stärke oder so. Schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Da können wir jetzt nämlich auch nicht hin, weil wir brauchen müssen. Diese Stein 3. Ah, cool. So, mal gucken. Theoretisch. Ah, das ist da ganz, ganz oben. Oh, was könnte. Dumm laufen, wir Pech haben, dass wir gar nicht lang können. Wir schauen noch mal, ob es da einen Weg gibt oder nicht. Nö, gibt's nicht. Machen wir nicht hoch. Da gibt's auch keinen Weg irgendwie. Sehr, sehr seltsam. Das heißt lediglich, dass wir woanders lang müssen. Also ich kann jetzt hier wieder zurück hier in diese Höhe. Das ist der Anfang. Aber hier war eine Sackgasse. Da kommen wir nicht hoch. Das ist halt das Manko da. Das Einzige, wo wir vielleicht weiterkommen könnten, wäre hier. Wir kommen da aus dem Wassertunnel. Und jetzt so Gebäude. Hier diese komische Statue. Ich port noch mal hierher.
Und wenn es dann irgendwie so weitergeht, ohne dass ich mich irgendwie in den Tod stürzen muss, würde ich sagen, gehen wir mal hier erstmal raus. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Eingang. Und mit dem könnten wir vielleicht auch einfach durchkommen. Alles ablaufen. Hier scheint es wirklich nichts zu geben. Ich würde jetzt sagen, es gibt auf jeden Fall einen sicheren Abstieg. Das sind die Leiter oder ein paar Vorsprünge, aber scheint es nicht zu geben. So, das heißt, wir sind hier, glaube ich, erstmal fertig. Ah, genau, hier gehen wir zum Nest dieser Ameisenkönigin, zum Eiersack wollen. Und hier ist dann Nico. Ah, das ist die gleiche Ebene wie der, okay. Ah, drei Oberflächeanzahl. Ah, hier kann man. Ah, Untergrund, Oberfläche, okay. So, wo wollen wir noch hin? Wir wollen da oben hin. Wir wollten da unten hin und da unten hin. Aber ich würde auch gerne mal hier noch da an die Küste gehen. Da war ich noch gar nicht. Machen wir das mal. Gehen wir zur Kirche. Da können wir vielleicht noch ein Upgrade machen, wenn wir Glück haben und genug Steinchen haben. Wir haben ein paar Schmiedestein 3 bekommen. Das heißt, mit Glück könnte das was werden. Auch verstärken. Ah, ist nicht dabei. Okay, aber die Frage ist jetzt, ist es nicht dabei, weil wir nicht genug Steinchen haben, oder kann ich hier gar nicht so hoch upgraden? Eine gute Frage. Was hast du hier noch Schönes? Was ich nicht habe. Das Teleskop? Naja, okay. Nee, ich glaube, das ist aber nicht alles. Ciao, ciao. Schreien die so rum? Ah, da hinten sehe ich doch eine Höhle. Komme ich da überhaupt hin? Das Wasser. Ich weiß es nicht. Und wie komme ich hier runter? Da. Wie komme ich noch tiefer? Einfach da lang weiter? Ja. So, ist die Frage, komme ich darüber? Nee. Okay. Das ist jetzt mal klargestellt. Man kann nicht rüberstehen. Hätte sein können, dass das Pferd schwimmen kann. Versuch macht klug. So, das heißt nochmal. Vielleicht hat es ja irgendwo ein Boot. Natürlich die einfachste Möglichkeit.
schon hart, dass man den jetzt nur einem Go besiegen kann. Und dass er überhaupt sein Schwert zieht. Das ist ziemlich beeindruckend. Leicht verdiente 1000. Das Coole ist ja, wir können immer noch dahin gehen, wo die 7 Stück sind. Und dort könnte man ja gleich... Oh, was ist da? Okay. Was reitet da? Was anderes ist, interessiert mich. Kriegsaschenstampferfeger, okay. Aber das war, es ist tot. Oh, hier ist ein Händler, sehr gut. Da kommt gerade kaum Seelen. Oh. Ah ne, ja doch. Da ist doch kein Händler, ups. Immer diese aggressiven Leute. Eieiei. Okay. Frage ist, gibt es überhaupt ein Boot? Irgendwo da rüberkommen. Diese Landoktopoden, ey. Wow. Muss das sein, dass es die auch hier gibt? Vor allem ziemlich am Anfang ist das was. So, man hat noch einen. Wenn wir auch gerade dabei sind, scheinen sie die gar nicht mal so schwer. Der eine hatte haben ja irgendwie Respekt gemacht, aber es war halt schon ein bisschen her. Ja, das ist echt kein Problem mehr. Immer nur 320 Seelen, also schon fast vernachlässigbar. Im Vergleich zu den Riesen. Ja. Nein! Oh mein Gott! Okay. Also, was war denn hier? Die Krabbe. Ah ne, ein Schwede. Uga, Uga, Uga. Ein Grünstein. So weit weg? Krass. Ah, da drunter war ein Händler. Dieser war wirklich ein Händler. Was? Okay, was hast denn du Schönes da anzubieten? What do you need? I don't want any... Okay, Handbuch des Rüstungsschmieds. Okay. Knochen, Feuerpfeil, Feuerpfeil, neutralisierende Boni. Lalala. Hinweise, können wir mitnehmen. Auch noch, okay. Alles klar, danke. Ciao, ciao. Ah, ja, da oben liegen sie. Wollen wir eine Bergziege holen?
Schmeckziege. So. Also wir haben gemerkt, man kann da nicht runter entlang schwimmen. Das stört man sofort. Okay. Eklige Viechers. Ich hab wahrscheinlich dann auch da geht. So, ich glaube, hier werden wir nicht rüberkommen. Ich jetzt auch. Irgendwo irgendwie eine Höhle. Also das heißt, der funktioniert diesmal gar nicht. Immer noch diese Schleim hier weg. So, auf der Seite könnten wir noch mal an die Küste ran. Wildes Wissens, Friedhof der Gestrandeten. Achso, nee, wir sind ja draußen, der erste Schritt. So. Wir machen alles mal ein bisschen ab. Jetzt finden wir noch mal ein paar schöne Höhlen oder so. Krass, die sind jetzt One-Hit. Ja. Sehr gut. Das ist ja nur eine Frage der Zeit, wenn man ehrlich ist. Feuer. Ist zu hoch, definitiv. So. Ja, von da kommen wir vielleicht hin. Oh. Eine Gnade. Könnte knapp. Ah, da ist auf jeden Fall noch so ein Sturm. Jetzt sind wir dann weg. Kommt vielleicht von da entspannter lang. Ah ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay, nee, das ist zu weit weg. Das langt doch nicht dort. Ich hasse das. So, aber. So, das heißt, wir müssen doch von dem Bonfire aus versuchen.
hat eigentlich die richtige Höhe, dass das mal überleben kann. Weiter, ach so, da weiter, da kommen wir sogar noch, ist noch näher. Perfekt, ich hoffe. Oh ja, okay, es hat gelangt. Sehr gut. Der Rest sollte eigentlich machbar sein. So, vorne noch. Da. So, jetzt, Wow. Sehr gut. Okay, sind wir unten? Mal wer? Kriegsasche Gravitation. Mhm. So, so, gut, gut. Der Abstieg auf jeden Fall ein bisschen gelohnt schon mal. Ist noch eine Krebbe. Fleisch, Krabbeneier. So. Ah, bis hierher und nicht weiter. Na gut. Ich werde schon irgendwann ein Boot finden. Irgendwie muss man ja darüber fahren. Tschang. Das war ein Sprung, ey. So. Das sieht ja sehr interessant aus hier. Gehen wir mal dahin. Nach der Kirche aus. Ein bisschen was von Irrgarten. Da sieht man es ja ein bisschen so, Gebäude, Irrgarten, irgendwie sowas. Wir müssen nochmal das mit dem Wolf machen, in dem einen Wald, wo der heult, oder dann schnipst. Auch noch nicht gemacht. Halt du ihn da halten. Okay. Hey. Natürlich was anderes zum Pressen hier, ey. Geht's noch? Das sieht ja nicht schlecht aus.
fordere dich heraus. Mehr. Dumm machen die ganzen Minions zuerst. Oh, da liegt was Tolles. Leuchtet Mila, ist manchmal was Gutes. Adamblatt, ja, okay, in dem Fall nicht. Oh, du hast mich getroffen. Was ist? Stab der Halbmenschenkönigin. Achso, sogar die Königin. Das tut mir leid, eure Hoheit, ey. Dass ich euch umgelegt habe. Das müssen meine Manieren denken, ey. Gemacht. Ja, fix. Vielleicht das da. Wort aus vielleicht. Also wie ihr seht, das ist jetzt gerade einmal ein bisschen so gucke und abklappere, was man so machen kann. Also ich habe jetzt hier nicht wirklich einen Plan, wohin ich gehen kann, was ich machen kann. Ich suche einfach, der Sucher da findet. Ruinen des Gräberwalds. Leber. Ah, hier geht's rein, das ist gut. Was ist denn hier drin Schönes? Schwingensense. Sicher von diesen kleinen Mini-Fliegegoblins, was die einem vor uns in der Akademie so Probleme gemacht haben. Ey. Goldene Runen und Runenbogen. Oh, krass, was droppen die? Oh, was? Ja, wahrscheinlich sowas wie Humanity. Ey. Irgendwas müssen die droppen. Das ist hier so eine Arena, cool. Ah, das war letztes Mal sehr amüsant gegen den einen. Schauen, was hier auf uns wartet. Ah, sollen wir aktivieren? Okay, das mal. Ja. Okidoki. Spielgefängnis der Klage. Ja, ab rein in die gute Stube. Ich fühle mich bereit.
Was kannst du sonst drauf? Außer ein bisschen Eis. Ein Eisschwert. Jetzt aber. Okay, das ist natürlich ein bisschen fieser. Okay. Hätte ich mal ein bisschen besser aufpassen sollen. Dass so ein Sprung kann. Okay, das war jetzt fies. Aber okay. Nehmen wir jetzt mal unseren Powertrank und dann nehmen wir zweihändig und dann nehmen wir ihn ran. Aber viel konnte er nicht, also ich fand jetzt vom Moveset, was der jetzt hatte, war da ja Welten einfacher als der Bluthund. Sein fucking Bleeding. Ist ja ein bisschen Frost. Das tickt nicht ganz so schnell hoch. Das war's auch. Sag ja, der ist nicht so schwer gegen wie der andere. Ganz ehrlich. Radagons Narbensiegel. Mal schauen, was das macht. Wir hatten mal schon so ein Radagon-Siegel. Oder irgendwie sowas ähnliches. Und das war jetzt, naja, für unsere Zwecke gerade nicht. Ah, es war Marikas Narbensiegel, genau. Mit Attribute, aber auch den Schaden, genau. Das hat Kraft und Kondition und Stärke und Geschick. Ah, ja, das kann man sich überlegen. Wie viele Punkte? 3 jeweils. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Kriegen wir Leben auch, mehr Ausdauer. Dann benutzen wir es mal. Mal schauen, wie wir an Schaden fressen dann. Aber an für sich klingt nicht schlecht. Wir machen mehr Schaden. Haben mehr Leben. Mehr Ausdauer. Zur Not haben wir noch unsere Quality tanken kann. Das heißt, wir könnten auch so weniger Schaden bekommen. Also für mich klingt es gerade wie ein Win. Eigentlich. Ah, hier mal auf den Hügel gehen. Da hat es vielleicht ein altes Gebäude. Ja, ein altes Gebäude, sehr schön.
vierte Kirche. Kirchen sind natürlich immer schon mal geile Sachen manchmal. Ah ja, geil. Tränenkelche oder was. Heilige Träne, genau. Und nicht reicht immer nur einer für einmal upgraden. Ein Plus. Und jetzt ein Plus 4. Ist ja echt geil. Flaschen verstärken. Mit einer Heiligen Träne erhöhen. Perfekt. Plus 4. Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir 14.000. Brauchen wir fürs nächste Level? 16.000, okay. Wir haben natürlich eine 10er goldene Rune. Das ist, glaube ich, ein bisschen überzogen. Was wir nutzen? Wir haben 5 davon. Ich nehme es recht lang. Oh ja, knapp. Stufenaufstieg, genau. So. Jetzt hier können natürlich dann darunter gehen. Ich möchte aber erstmal, habe ich ja vorhin gesagt, dass wir noch vergessen hatten, die Bossseele einzutauschen. Das machen wir da. Dann können wir auch gucken, wie viele Scherben wir haben. Für unsere Waffe zum Upgraden. Vielleicht langt das hier auch. Ah, haben wir auch genug. Haben wir eine viele Pflanzen bekommen? Festeinstimmung. Ne, brauchen wir Gräber. Tallinie 3. Okay, haben wir leider nicht. Asche der Marionettensoldaten plus 1. 2 Marionettensoldaten. Ah, das sind die mit den 4 Armen. Oh, das ist ja. Die sind übel. Vampirwichter, ja, die sind auch. Ja, ich glaube, die holen sie noch nicht so ganz, aber das ist ja gute Asche, denke ich mal. Ja, Waffe verstärken. Ah ja, genau, bei dem kann man sie nicht upgraden. Ah, für die brauchen wir nur 6 Stück. Ah, cool. Sehr gut. Nummer 9. Für die nächste haben wir auch sogar schon. Wir müssen halt nur ein paar Seelen ausgraben. Auswahl nutzen. Ja, ja, back already. Ja, ja. Genau. Ja, plus 10. Wir haben immer noch kein A-Scaling. Das ist echt ein bisschen doof. Aber ich meine, wir sind jetzt schon ziemlich gut. Wir haben schon über 300 Schaden. Jetzt schon. Das ist auch gar nicht verkehrt. Ja, das würde auch gar nichts bringen. Also ich finde, manchmal Schild upgraden bringt eigentlich gar nicht. Also wenn es jetzt die Schadenresistenz erhöhen würde, wäre ich dabei, aber mir fällt es ein bisschen mehr, dass es Schaden, körperlichen Schaden macht. Ist total vom Arsch. So, haben wir jetzt einen Waffe plus 10. Wir sind nicht mehr weit davon entfernt, fertig zu machen. Und vor allem, wir haben auch ganz viele Fünfer-Scherben gesammelt in der einen Höhle. Oh, wer bist du denn? Hallo? Guten Tag. We meet again after all. Ah, du bist Roger. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. Plus 8. Wir haben einfach geschenkt. Rogers Rapier plus 8. Sehr nett von ihm. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. The misshapen corpse under Stormvale. That is a sacred relic of the Black Knives plot, as that famed night of assassination is known.
It happened during the golden age of the Erd Tree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Malaketh, the Black Blade, and on a bitter night, murdered Godwin the Golden. That was the first recorded death of a demigod in all history, and it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked, and if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. Hmm? And that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. Ah, so you've met Dee. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Dee was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person, and if they were like you, all the better. Dankeschön fürs Schwert. So, wie gut ist denn das? Das ist ja plus 8. Geschick C-Scaling ist echt gar nicht mal so schlimm. Ist auf jeden Fall gut für ein Dex-Bild. Ich meine, plus 8 geschenkt. Schenken Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Ist auch mal so schön. Wenn man sich dann so viel Material spart, das abzugraden, umso besser. Also. Ja. Merken für das nächste Mal, wenn man irgendwie eine Dex-Klasse spielt vielleicht, dass es sowas gibt. Kannst du auch reden? Immer noch nicht, okay. Ich habe immer das Ding nicht gekauft. Ah, ich habe 3 im Inventar noch. Krass. Warum habe ich so viele? Okay. Genau. 5000, das ist sehr viel Ruhm. Mit dem, okay. Brauchen wir doch mal, aber eins mehr. So. Aber ich meine, ich habe ja hier diese Key-Eisen. Wir haben diesen Schlüssel, den unbenutzten. Genau, jetzt wollen wir die Postseele abgeben. Die Falschtür. Die da. Hallo. So, was haben wir denn da? Eine Waffe oder ein Zauber? Siebzig Weisheit. Boah, krass. Dafür 60 Weisheit. Das ist schon ziemlich übel. Krass.
Stärke, Firmen und Zauberei. Eigentlich egal, was ich nehme. Was kann ich hier kaufen? Halbmondkrone der Königin. Ah, cool. Ich kann mal Sachen mal kaufen. Queen Marika is the vessel of the Elden Ring, carrier of its vision. A god in truth. But after the Elden Ring's shattering, she was imprisoned in the Erd Tree. A grim punishment for shattering the order, despite her godhood. The fingers speak. Marika's trespass demanded a heavy sentence. But even in shackles, she remains a god and a vision's vessel. Confer great runes to become Elden Lord and join Queen Marika as her consort. The fingers have willed it so. Now you may go. Na gut. So, dann haben wir das mal abgeklärt hier. Schauen wir mal. Was wollen wir machen? Wir wollen zu diesem grünen Sumpf da unten. Dann klappen wir jetzt mal alles ein bisschen systematisch ab. Was so ein bisschen verdächtig aussieht auf der Karte. Nicht so ganz so interessant, aber manchmal muss es gemacht werden, damit man geile Sachen findet. Und ansonsten wird zum Beispiel auch kein Estus plus 4. Ah, war ich hier schon mal? Ah, es kann sein, dass... Ah, okay. Da bin ich mal gespannt. Oh, du redest mit mir. Oha, da ist er, der Turm. Endlich kann ich zurückkehren zu unserer Heimat, gehüllt in goldenen Strahlen. Okay. Ich glaube, ich gucke dann gleich nochmal ins Mausoleum rein. Aus Neugierde. Rein in die gute Stube. Hallo? Na, guten Tag. Arme Frau. Kann ich Ihnen helfen? It will do no good, I swear it. And yet you persist, you frothing degenerates. Ich bin nett. Ich bin nicht so ein Degenerierter. Na gut. Das ist dieselbe Sache, okay. Na gut, dann musst du halt unten vergammeln. Nicht vergiftet, jetzt habe ich es geschafft. Hey, hey, hey.
Da kann ich alles nur erkunden jetzt. Das ist auch egal. Giftblüter. Kräuters. Reinschauen. Manchmal hilft es, wenn man gewisse Hüte trägt von manchen Sachen. Hey, was war das bei Dark Souls, Demon's Souls so? Bloodborne auch. Was passiert, wenn ich jetzt so einen Schimmersteinhut anziehe? Hallo! Wir kennen uns. Vielleicht. Ich weiß ja nicht, ich würde es hier angreifen, aber irgendwie habe ich Schiss vor den Konsequenzen. Aber mein, bis jetzt macht es ja nichts. Das habe ich so erlöst, sage ich mal. Was anderes könnte ich ja gerade nicht tun. Also daher. Oh, dann kann ich auch kaputt rollen. Okay. Cool. Das nach Haus. Ah, und Bonfire. Und ein Händler. Und es ja gleich mehrfach. Es been an age since I've seen a cut. How can I help? Oh, du hast 3 Steinschwertschlüssel für je 2000. Boah, bist du cheap. Krass. Dann noch ein Zweihänder. Oh, die Kriegsasche. Wenn ich mehr hätte, würde ich gleich mehr kaufen. Have a safe trip. Muss ich mir merken, jetzt will ich. Will ich. So, mit dem Mausoleum muss ich auch mal schauen. Wenn was war da mal wegen irgendwelchen Echos, dass man hier irgendwie kopieren kann oder keine Ahnung was? Ich weiß es halt nicht mehr. Müssen wir mal schauen. Duplizieren, da kann ich dann quasi das noch mal bekommen und kann ich das andere Item dafür abgreifen. Okay. Naja, mal schauen. Das können wir vielleicht irgendwann machen, wenn wir wissen, was gut ist. Wo wir zwei Sachen haben, die gut sind. Im Moment ist es nicht der Fall. Ich hoffe, das ist nicht für mich.
So, da wollen wir als nächstes hin. Das kommt doch auch schon aus mit der. Sieh da auch. Vielleicht Tümpel. Okay. Ab da geht es nicht. So. Das war da, wo ich das Vieh zum ersten Mal gesehen habe, diesen Land-Oktopus. War richtig lässig. Okay. Map geklärt. Gehen wir jetzt mal da vorne hin. Das ist ihn. Hier schönes drin. Turm der Rückkehr. Arschekiste, okay. So, den Baum habe ich hier glaube ich gemacht. Ich glaube, da war ja dieser krasse Baumwächter später. So. Ich weiß nicht, ob ich da schon drin war, aber gehen wir mal dahin. Ein Haus. Gelbe Blumen. Mit euch. Gelben Augen. Sehr exotisch. Auge von Yulu. Alles mit gelben Augen, wie es geht.
Leidendes Dorf. Also gelb leuchtet auch. Leicht. Welche die Flammen hoffen? Wolfsfläche von Kalu. Wenn eine heilige Träne dafür bekommen, hat sie auf jeden Fall mal gelohnt, hierher zu gehen. Leidendes Dorf. Wir können doch mal da hochgehen, dann müssen wir irgendwie den Mega irgendwie darauf. Da lang. So, ansonsten gibt es dann noch dann. Den Ort, da war ich auch schon mal ganz kurz. Cool. Auch noch erkunden. Das ist jetzt das grüne Wasser hier. Mit Dümpel. Ja, okay. Schauen wir uns mal kurz hier in dem Dorf noch um. Ich glaube nicht, dass hier noch viel hat. Wenn man dahin, das ist wahrscheinlich näher. Es scheint so, als wenn da oben ein Gebäude wäre. Du bist ja auch ein Händler hier. Was hast du schon anzubieten? Nehmen wir mal Steinschwert von dir mit. Kann man ja immer gut gebrauchen. Nur zu viel oder zu wenig. Oh, hier ist ein Punkt. Perfekt. Schildkrötenpanzer. Morgens machen wir das Milchtraining von Roshi. Morgens früh aufstehen und den Kasten Milch schleppen und den Panzer hochrücken. Ah, das suchen. Suche drei weiße Bestien. Des Turm. Aha. Jetzt ist das schon eine weiße. Ups. Nein. Der Wolf ist eigentlich auch weiß, aber ich glaube, ich sage es hier. Was für ein Umkreis, wenn man die suchen. Das kommt ja dazu. So wichtig zu wissen. Was gibt's hier Schönes? Leck. Stimmt.
gern Lichtspritzer. Ah, cool, da führt mich wieder mal woanders hin. Okay. Ja, schön. Einfach da runter. Sehr gut. Vielleicht auf der anderen Seite. Vielleicht. Komm ich da runter am einfachsten. Vielleicht da vorne lang. Okay. Sind die Qualen als weiße Bestien? So, eine Krypta gefunden. Des Fehlers. Hohoho. Was ist hier runtergefallen? Steine zum Werfen, das ist schon gut, wenn nur welche wieder an der Decke hängen. Machen die ja gerne so an der Wanddecke hängen. Ja, da ist nämlich schon der erste runtergesprungen. Ja, wer jetzt redet, bitte.
Gräberteil hier ein. Ein 3 wäre nicht schlecht. Nein, 2. Ja, fast. Eins mehr. Es geht. Oh, das ist doch fies. Glücklich war das nicht gestorben, ey. Ja, mega gekotzt. Oh, hab ich ja gar nicht hier. Ja. Gibt's ja noch einen weiteren Durchgang? Wo ist es ja eigentlich, oder? Weil ich kann das hier nicht öffnen. Und da komme ich nicht, da ist Ende Gelände. Ah, da oben ist irgendwas. Es muss irgendwo hochgehen. Nicht. Was dann da? Aber. Ah, da ist vielleicht eine unsichtbare Mauer. Das ist ja fies, aber das können wir natürlich testen, oder? Ich meine, ich könnte ja mal versuchen, da runter zu springen. Ich glaube, da hat man nicht viel von. Doch, man kann da runter. Okay. Das ist manchmal schwer, echt schwer einzuschätzen, was man kann und was nicht. Wenn man so neblig ist und so, da weiß man nicht, ob es tiefes Wasser ist. Nein! Nicht ein Stück von mir abreißen. Der Ending irgendwie. Habe ich das Gefühl. Aber wir neu auf. Dann gehen wir mal weiter. Die Never Ending ist sicher. Ja.
Leichen. Weiter. Yeah. Sind halt Blut verschmiert. So, ah, der Schalter gibt doch. So. Dann ist viel. So. Schauen. Ich nehme mal an, das kriegen wir ganz überreden hin. Hier ist so ein Wachrum. Aber mit Ads. Ey, von hinten. No. Okay, die Ads, die nerven. Auf jeden Fall. Ich denke mal, der Boss selbst wird nicht so schwer. Aber die viel kleine Ads von allen Seiten. Das wird schon nervig. Aber wahrscheinlich soll ich dann am Anfang gleich die Flasche nehmen, damit ich auf jeden Fall mehr Schaden mache. Wenn die One-Hits weg sind, weil ich brauche 2 Hits gerade. Das ist auch nicht so geil. Alter! Ey! Hör mal auf zu stampfen! Gibt's doch nicht! Okay, zweihändig. Zweihändig drauf. So. So, weil die Kleinen weg waren, war der kein Problem. Halbmenschenasche bekommen als Belohnung. Yay. Mit 2400 Seelen ist jetzt ein Witz eigentlich, aber das als gar nichts. Wurzelharz mit. Halb in der Tränen. Ich habe auch ganz viel geweint gerade. So, was ist noch schönes? Blümchen. Das war's auch schon. So, haben wir das erledigt? Da waren wir.
Da kommen wir noch nicht ran. Da fehlen uns auch nur ein paar weiße Tiere. Daher gucken wir mal diesen Fluss da an. Da dahin. Wir haben wir letztes Mal so einen Rittersmann, der hier rumgelaufen ist oder rumgeritten. Da war ziemlich crazy, dass halt da so eine Bossleiste kam, so wie dieser Baumwächter. Den würde ich auch noch mal gern challengen jetzt. Sieht schon sehr extravagant aus hier. Hat sie nicht. Außer Mr. Krabs. Ein bisschen Schleimmonster. Skelette. Okay. Na gut. Also nicht. Schwertgrab mal. Belagerung von Schloss Morn. Ein einsamer Held kämpft für die Rache. Fürst Godfrey ist sein Verderb. Ja, die Burg ist schon recht groß, die hier auf uns wartet. Warum kann ich nicht ins Menü gehen? Werde ich nicht angegriffen oder was? Ach man. Na gut. Vielleicht immer nicht aus der Akku raus, von den Viechern da hinten, ja. Na gut. Ah, jetzt geht's. Genau, das ist, glaube ich, schon etwas größeres Ding. Man hat es ja gerade gesehen von außen. Heben wir uns vielleicht für morgen auf. Noch schönes hin. Da waren wir zum Beispiel auch noch nicht. Sieht auch sehr faszinierend aus. Des Kriegsmeisters. Ja, ich hoffe auch immer, dass mal wieder dieses komische Klingelperlenvieh da ist. In der Revanche. Die Frage ist halt, muss es Nacht sein? Es regnet Wölfe, oh mein Gott. Oh, für das Kolosseum. Oh, da liegt was. Sehr schön. Lass mal mit. Wettkampf Mehrspielerpartien. Mit dem Krummfinger des Duellanten hinlasst ihr ein rotes Rufzeichen. Andere Spieler in anderer Welt können euch mit diesem Zeichen für einen Wettkampf Mehrspielerpartie rufen. Als Duellantengegner ist eure Aufgabe, den Wirt der Finger zu besiegen, der euch gerufen hat. Aha. Fight Club.
Versuche kämpfen als Krieger bis zum bitteren Ende. Aber wo, warum? Oh, will sich die Tür nicht öffnen. Leere Nische. Ne? Was? Einsammeln. In die Gelände. Okay. Das geht wirklich so einfach so rum. Okay. Na gut. Da waren wir ja schon. Ich weiß nicht, ob wir da oben direkt schon waren. Das war ja, ich glaube, das war hier. Da, wo das mit dem Boot war. Wo wir das Boot gekämpft haben. Und dann wollte ich vielleicht Richtung hier mal zu der Höhle da. Gehen wir mal da so, vorne mal dahin. Ja, da machen wir es. Richtung Mark Nummer 5. Hier ist nichts. Okay, war ich wahrscheinlich letztes Mal schon mal hier und hab's schon gesehen. Das haben wir nicht vergessen. Ah ja, okay, dann ist der andere hin, ein bisschen. Okay. Ja, ich sehe gekommen. Hoch. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Mal ein paar Gebäude. Ein flammendes Gebäude. Handbuch des nomadischen Kriegers. Das muss ich nur abgeben. Das abgehakt. Okay, mehr erzählt leider nicht. Okay. Ups, Vaterknopf. Herstellen, was kann man denn jetzt noch Neues machen? Kann man was Cooles herstellen, was wir brauchen können? Giftknochenwurfpfeil. Und nochmal krasser als das andere. Mal noch Gift dazu. So. Hier sieht es irgendwie nach Ruine vielleicht aus. Ich kann hier nicht reiten. What? Invasion des Anastasia, Verschlingerin der Verfleckten. Okay, Anastasia, wo bist du? Ah, da bist du. Okay, hallo. Guten Tag. Also ich nehme an, du bist ein NPC in Welt. Und weg ist sie.
Krummfingermedizin und heiliger Skorpion-Talisman. Oho, okay, Ausrüstung. Was macht denn der? Welche ist der? Was war denn unten? Stärkt heilige Angriffe, senkt die Schadensresistenz. Ich habe leider keine heiligen Angriffe, von daher kann das egal sein. Ah, jetzt kann ich wieder reiten. Okay, es reicht nur wegen dem NPC-Invader. Ist klar. Aus dem Nichts. Ah, hier ist tatsächlich was. Heranwachsender Schmetterling. Es fault. Es fault mit Scharlach. Der Boden auf dem Kelid steht und Celia, Stadt der Zauberer. Sie sind alle dem Untergang geweiht. Boah, das ist ein riesen Geier. What the? Das ist auch einer. Warum sind sie so groß? Was fressen die? Vierer Mark noch umhängen. Und hier ist ein Baum. Den Baum können wir sich auch noch gehen, oder? Ja, Baum. Bitte der vollen. Yeah. Oh, die sind aber ein bisschen stärker als die anderen Schleime, die ich kenne. Nee, nee. Brauchen wir nicht. Gucken wir uns mal den Baum da an. Ich hab runter. Ah, wollte ich zu dem Baum eigentlich? Eigentlich mal zu dem Baum, okay. Orientierung. Oh, jetzt diesen Riesenkrähen gleich. Oh. Hallo, Grenoir. Oh, ah, da war so eine Plätze. Okay, die sind ziemlich krass. Wow, das war... Zweite. Da ist jetzt noch ein Typen da. Scheiße. Verstecken wir uns mal schnell da unten drunter. Da war das Feld noch ist. Ne, nur eine Truhe. Oh. Schwert von Sandrina. Rüstung. Gerade Schwert, Standard. Weisheit. 14.
Nebel des Schlafs. Lebe den Gegner ein. Okay, ich kann auf jeden Fall wegporten. Ich glaube, das werde ich auch machen. Etwas crazy hier, die Vögel. Ah, hier ist gerade der Baum. Okay, cool. Von Untoten. Ah, hier ist wieder so eine Figur, die den Weg weist. Wirklich sagen, also das ist echt krass krank gewesen, Geier. Batterie ist schwach. Das ist natürlich echt. Ja, hau nochmal drauf. Also diese scheiß Typis da, die nerven schon leicht. Ich meine, Schaden mache ich gut bei dem. Muss mal schauen, nochmal probieren. War nicht weit weg jetzt. Ja. Oh. Gelben Stalden hier.
vor. Scharlach voll. Scheiße. Nein! Ein Hit! Wegen einem Hit. Echt jetzt? Oh man. Quali hat ihn gekillt. Zählt es noch? Das wär's. Das wär's. Mein Tod ist tot. Tatsache. Ah ne, er ist noch da. Scheiße. Oh, das war schon mies. Durch diese Fäule gestorben. Ich habe ihn schon fast gehabt eigentlich. Also ich habe nur Pech vor wegen dieser scheiß Fäule. Die ist echt nicht ohne. Ja, mal hier die Flasche, wenn wir ein bisschen Damage Boost am Anfang haben. Oh mein Gott, wie schnell bin ich jetzt weg gewesen, ey. Hat diese Folgen. Okay, das ganze Trotzdem war noch hier in der Gegend, ne? Durch seine Arschwunde. Verstecken, wenn diese Laser kommen. Hat schon Quali getötet. Was geht mit dem, ey?
Alter. Und runtergefallen. Was geht? Ich krieg den schon noch. Dann habe ich auch gekriegt. Na, jetzt war ich so weit weg von dem Pfahl, dass ich jetzt. Toll. Sehr nett. Sehr nett. Ich weiß nicht, kann ich diesen Boss abbekommen? Hoppi! Ah, ich hatte keinen Estus mehr. Und der Kater hier, der Kater! Genau in der heißen Phase, der hat's gerochen. Der hat's gerochen, ich weiß es ganz genau. Jetzt geht er nämlich weg. Kleiner Schmops.
So, erwischt. Der verrottene Baum, ey. Ist ja mit. Eieieiei. Herrschaftsseiten. Grüne Bruchkristallträne und gesprungene Flammenschleierträne. Die kann man benutzen wieder für eine Arznei, um zu schauen, was der Fleck ist, wenn wir mal rangehen. Ein Bonfire. Damit checken wir noch hier mal die Lage, was es noch alles gibt. Viele alte kaputte Töpfe. Ah, hier war ich ja schon mal in der Nähe. Aha, das ist nämlich da, wo diese Bogenschützen sind. Und das ist nämlich der Riesentopf, der ihn nicht durchlässt. So, so. So weit sind wir also schon gekommen. So, Giftpilz. So, aber hier kann man nicht viel mehr weitermachen. Was denn? Irgendwo hier jetzt aber trotzdem noch, müsste noch so eine Höhle haben, oder? Ich meine, der hat diese Ah, da ist doch der Eingang weg. Ich glaube nichts, was wir den schaffen können, weil hier ist schon ein tapferes Gebiet. Aber wir probieren es trotzdem. Level machen. Das wird knapp 6000. Ich glaube, ich bin für 6000. Okay, müssen wir mal rein. Ah, wir wollen doch noch gucken wie in der Medizin. Arzneimisch, was haben wir denn da? Schönes. Also, wir können jetzt hier Feuerangriffsstärkung. Gut, erhöhte Ausdauerregeneration. Okay, ist ja auch nicht schlecht. Aber die Mischung mit Stärkeschub und Schadenreduktion ist schon ziemlich gut eigentlich. Ja, erstmal für die Folge 2 Hit. Ist schon nicht so ohne. Immer einen anderen. So. Gräberteile 3, sehr gut. Kann man noch mal unsere Qualle vielleicht verstärken. Bis jetzt ging's ja. Ah, so. Irgendwo hat sie eine schwierige Tür geöffnet. So. Muss wahrscheinlich dann auf der Seite sein.
Materie 4. Oh, sehr gut. Alles auf die Qualle. Ah, das ist die Seuche. Feuer ist sehr effektiv. Das gebracht. Dein Mund überfallen. Uiuiuiui, die Schleime, ey. Jo. Da ist noch einer. So, weg mit mir. Schmiedestein 2 hat er getroffen. Okay. Oder noch das hier? Ionischer Schmetterling.
keinen Weg nach oben. Seite gab es auch nichts, ne? Hab ich den Schalter umgelegt. Oh fuck, hab nicht auf die Lebensleiste geschaut. Oh, das tickt echt verdammt schnell runter, ey. Vergleich zu Gift. Okay. Ah, vielleicht geht's ja da runter. Na, wie bei dem anderen Grab halt, dem Stacheldach. Okay, war jetzt so gut. Hat's eine Leiter, ich brauche nicht schlecht. Stellen 4 mal 1. Oh, das ist sehr gut. Los, freue ich mich. Lichtkopf und Wolf. Ah, die haben verschiedene Köpfe sogar. Krass, das ist voll schwer. Hat erhöht Kondition sogar. Oh, sehr interessant. Und Ausdauer auch. Achso, ja, Kondition klar. Macht ja auch Ausdauer hoch. Interessant. Ist halt ziemlich schwer. 8,1. Raus. Halt deppig. Nein, die wollen wir mit dem anderen Helm. Classic. Ribbertalilie 5. Also hier drin lohnt sich auf jeden Fall. Thank you.
Sakramentklasse. Ich glaube, hier hat es auch nichts weiter. Ne? Also, wir sind doch gar nicht mal in der Nähe von dem Bossraum. Da war noch. Das können wir sammeln. Nummer 3. Sehr gut. Dann die rote Suppe, vielleicht noch Rashes. Alter, müsst ihr hier blockieren? Geht's noch? Hab ich irgendwie vielleicht Feuerfett oder sowas? Schildfett, Blitzfett, Kordel. Ach man, schon wieder nicht drauf geachtet. Ach verdammt, ey. Ach, ich bin so doof, ey. Ich hab gleich realisiert, ich schon die, dass ich die Rotze wieder hatte. Ja, Mann. Na gut. Jetzt können wir wenigstens dann gleich da durchlappen. Stelle ich hier mal die beiden her. Hier ist eine Statue. Ist gut. Ich glaube, ich warte noch mal, bis mein Zeug abgeklungen ist. Ich habe so das Gefühl, dass da hinten auch vielleicht was sein könnte. Je mehr Zeit wir haben, bis es steigt, umso besser. Wir sehen, hier haben werden wir auch fertig machen. Wir haben ziemlich viel erkundet, wie es der Plan war. Wenn es morgen eine Session gibt, dann erkunden wir mal die seine Festung. Diese Morns Festung ganz da unten im Süden. Hier ist auch ein Blitzsymbol. Das heißt, hier gibt es sicher auch wieder einen Obermacker. Und da würde sich auf jeden Fall rentieren. Genau, also jetzt sind wir wieder ready. Nehmen wir mal hier noch die Flasche. Okay. Schauen wir mal rein. Ah, okay, jetzt ist nichts. Wir haben zwei von diesen. Wow. Alter.
Wow. Hoho. Das ist schon dreist. Hey, gleich war zwei und dann hat einer ein Schwert, einer einen Zauberstab. Übel. Und ich kann sehr keine Qualle rufen. Oder Wölf oder sonst was. Ich denke mal schauen, aber ich glaube es nicht. Ey, da war eine Figur. Warum bin ich da, warum darf ich nicht da wieder belebt werden? Das ist für ein Scheiß. Ah, die waren eh ziemlich krass, ey, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, ob ich die so schnell einfach hinkrieg. Also, ich glaube, da brauche ich noch. Wie gesagt, das ist schon so ein höherleveliges Gebiet, wo ich glaube nicht so eigentlich hin sollte. Wenn schon die Geier da in diesem einen Ruinen da sieht, die waren auch schon ziemlich heftig. Vielleicht bin ich ja besser bedient, wenn ich jetzt noch hier ein bisschen mache. Im Norden ein bisschen mache, also hier haben wir auch noch sehr sehr viel, was wir anschauen können und hingehen können. Also von daher ist jetzt da nicht so eng mit den Dingen. Und hier wollten wir auch hin, aber leider wird nicht geschafft. Wird das für morgen, wenn wir die Burg schnell hinkriegen, wenn wir morgen spielen? Ja, genau. Dann stelle ich mich schon mal parat zu der Burg, damit es dann gleich losgehen kann. So. Ach, soll ich vielleicht nochmal gucken? Ich meine, wir haben glaube ich nicht genug Seelen, aber ob wir mit Steinchen generell haben, wäre auch gut zu wissen. Da. Ah ja, genau, und die Seelen. Greetings, are you here for spirit? Ja, bin ich, genau. Genau. Okay, dafür kann man ein bisschen was ausgeben. Ja. Machen wir eine Qualle hier. So, sehr schön. Die Qualle. Jetzt kann sie noch mehr einstecken. Das ist sehr gut. So, jetzt gucken wir nochmal hier bei dich. Ja, so schnell sterbe ich nicht richtig. So, ich habe genug Schmiedesteine, brauche 1600 Seelen, also 1400 noch insgesamt, das können wir jetzt noch sogar noch machen, vielleicht mit den beiden. 800, nein, ich glaube nicht, dass es 600 sind, oder? Ne, es sind noch 400 um. Ah, vielleicht kann ich Sachen verkaufen, so 200er Sachen. Dass ich hier so diese komische Waffe nochmal bekomme. Mit den Viechern da. Ja, die habe ich nochmal bekommen. War gut. Kann ich loswerden? Gold brauchen wir eh nicht. Cool. Waffen verstärkt. Plus 11. Sehr schön. Und noch mal 6. Schmiedestein Nummer 4. Dann haben wir 12. Richtig gut. Aber immer noch B. Ich habe gehofft, dass mal A kommt. Ey. Na gut, da haben wir uns nochmal ein bisschen upgraded fürs nächste Mal. So. Ach.
So. Das war Folge Nummer 7. Soweit ich weiß. Und ja, wir haben heute einiges erkundet, einiges geschafft, einige Bosse gelegt. Und ja, was soll ich sagen? Ich fand es jetzt eine ziemlich erfolgreiche Session, auch wenn jetzt am Schluss diese Katakomben nicht funktioniert haben. Aber ich finde, zwei von diesen Viechern sind ziemlich hardcore, vor allem wenn sie immer diese Drop-Attacke machen. Das ist echt schwer auszuweichen und man findet echt keinen guten Zeitpunkt, die anzugreifen. Also man braucht ein bisschen mehr Durchschlagskraft auf jeden Fall bei denen. Aber wie gesagt, ich glaube, das Gebiet ist sowieso noch zu früh für uns im Moment. Deswegen werden wir hier das nächste Mal weitermachen bei Morns Festung. Dann gucken wir, ob wir hier nochmal so einen Oberboss besiegen für ein weiteres Runenteil, für so eine große Rune. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja, mal schauen, wann wir morgen spielen können. Wir haben morgen einiges vor, privat, aber wenn wir wieder ankommen, haben wir vielleicht etwas Zeit, nur mal so einen 2-3 Stunden Block. Dann können wir hier mal die Festung angehen und schauen. Genau, dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht und man sieht sich dann morgen. Ciao.